Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna ist der Till, den kennen wir ja mittlerweile aus ganz vielen verschiedenen Sendungen von Shoki Banoki. Ja. Und ich zum Inventar. Du gehörst sozusagen ja zum Inventar. Ja. Und ich bin der Sashi und wir präsentieren euch heute den 23. November. Und am 23. November hat Geburtstag auch wieder jemand recht Bekanntes, würde ich sagen. Das sagst du immer. Miley Cyrus. Kennst du? Ja, okay, der Name sagt auf jeden Fall. Miley Cyrus, geboren 1992 am 23. November, ist berühmt geworden durch die Fernsehserie Hannah Montana. Ach ja, ja. Und das hat sie zuerst gemacht und dann hat sie gesungen. Und dann hat sie gesungen. Das war auch, glaube ich, die bei MTV irgendwie sich so mal ausgezogen hat, irgendwie bei diesen MTV Awards. Kann das sein? Ausgezogen? Ja, der hat doch mal irgendwie so eine... Deswegen ist sie doch so bekannt geworden, oder? Nein, glaube ich nicht. Doch, Miley Cyrus. Echt? Ja, doch, doch. Normalerweise kriege ich das mit, wenn Frauen sich ausziehen. Nein, nicht bei dir zu Hause, sondern so. War ja im Fernsehen. Ah. Also, wenn du willst, Miley Cyrus war doch nicht bei mir zu Hause. Willst du mir jetzt erzählen, dass du jedes Mal, wenn eine Frau sich im Fernsehen auszieht, es mitkriegst? Oft. Nein. Ich gucke das immer später an. Ich nehme alles auf. Sexy Sportclips. Ja, hast du eine... Ja, super. Ja, genau, mit so nackig Golf spielen. So. Machen sie dann immer so. Oh, und dann bücken sie sich so nach dem Golf. Woher weiß ich das eigentlich? Ich weiß, frag wollte ich gerade fragen. Ich frage mich auch gerade, wo ich das so genau weiß. Ja, am 23.11. hatten wir aber noch einen anderen Fakt. Ja, da ist ein James-Bond-Film in die Kinos gekommen. Und zwar... Ich kenne sie alle. Welcher? 2006. Pierce Brosnan. Casino Royale. Ach so, ja, aber der ist gut. Ja. Der ist gut. Das war der erste mit Daniel Craig. Richtig. Ja, und den fand ich richtig gut. Der war auch gut. Das war überraschend gut damals. Ich habe ja damals immer so gedacht, oh, mal gucken, wie der... Ich bin ja so ein kleiner James-Bond-Fan, ne? Ja. Also, ich kenne sie alle. Der war wirklich gut. Und das soll schon was heißen, wenn ich mal über einen Film sage, der ist gut, weil normalerweise kenne ich ja die ganzen Filme nicht. Casino Royale war richtig gut, ja, muss ich sagen. Also da haben sie richtig was rausgehauen. Und der Daniel Craig war auch eine gute Wahl. Richtig. Respekt und Anerkennung, Daniel. Ja. Aber am 23. November ist auch ein Film in die deutschen Kinos gekommen. Und das war aber 1989. Okay. Kennst du Immer Ärger mit Bernie? Ja, ey. Ja. Immer einer Ärger meiner Favorites. Ja, damals auch. Mittlerweile bestimmt blöd, aber egal. Damals fand ich den gut. Ich fand den damals auch gut. Das war doch der tote Chef, der immer so mitgetragen worden ist. Ja, und diesen Film findest du auf diesen, sag ich mal, Plattformen auf den Einschlägen, also, findest du nicht. Nee? Nein. Also nur gegen Geld? Nein, noch nicht mal das. Noch nicht mal das? Warum? Ich weiß nicht. Ist nicht gelistet. Hä? Ja, ich habe schon öfter danach gesucht, weil ich meine Söhne damit konfrontieren wollte. Ach so. Aber... Aber ich guck noch mal. Vielleicht bist du einfach so doof, also einzugeben. Möglich, Bernie nein. Schreibt man übrigens mit B-E. Ach, deshalb. Nicht mit Ö. Nein. Ja, ich guck nochmal. Aber Immer Ärger mit Bernie 1989, heute am 23. November erschienen in den deutschen Kinos. Ja. Auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr, guckt mal, das findet ihr bestimmt. Ja. Was ist am 23. November noch gewesen? Es ist eine Zeitung zum ersten Mal erschienen. Dein Lebensziel, einmal auf die Titelseite, das Life Magazine. Ist in den USA, ne? Ja. Das war 1936. Ich kenne es nicht so genau, das Life Magazine, aber das ist irgendwie so was Dolles, oder wie? Das scheint was Dolles zu sein. Also, ich glaube, da, wenn du in den USA auf dem Cover vom Life Magazine bist, dann hast du schon was auf der Kiste. Ja? Ja. Na gut, dann machen wir das doch einfach. Dann versuche ich das doch mal aufs Life Magazine Cover. Nächste Woche? Naja, gib mir mal zwei. Okay. Ja, dann machen wir das. Ist kein Thema. Life Magazine. Ja, das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben gelernt, dass 1936 das Life Magazine erschienen ist, dass 1989 Bernie erschienen ist, dass 2006 Casino Royale erschienen ist und dass heute Miley Cyrus Geburtstag hat. Guck mal, alles aus dem Gedächtnis. Miley Cyrus. Miley Cyrus war die sich ausgezogen hat übrigens. Das habe ich jetzt gerade. Ne? Ach siehst du, dann kann ich das ja nicht wissen. Nee. Miley Cyrus war, glaube ich, nicht die sich ausgezogen hat, sondern Miley. Gibt es Miley Cyrus? Keine Ahnung. Ist egal, wenn es Miley Cyrus gibt, dann war es die. Wenn es Miley Cyrus gibt und die Cyrus nicht, dann war es die Cyrus. Verstehst du? Egal. Ich sag Cheerio, bis Sophie. Bis morgen, da sehen wir uns wieder. Ciao.